Der sogenannte Herrensaal ist eines der weniger bekannten Schmuckstücke von St. Jacobi. Wann genau er gebaut wurde, ist unklar. Doch spätestens im Jahr 1500 gab es dieses Obergeschoss. Zusammen mit der Sakristei, dem Vorbereitungsraum für den Gottesdienst, bildet er den ältesten noch bestehenden und nie zerstörten Gebäudeteil in ganz Hamburg. Der einzige Barocksaal Hamburgs diente als Bibliothek und war und ist bis heute Versammlungssaal kirchlicher Gremien. Hier wird seit jeher über kirchliche und städtische Angelegenheiten diskutiert und entschieden. Zu seinem Schutz ist der Herrensaal der Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Regelmäßig jedoch öffnet die Gemeinde ihn für Besucher und bietet Führungen an. Am Sonntagvormittag war er auch der Aufenthaltsort des Hauptpastors. Von hier ging er zu seiner einstündigen Predigt erst über die damals vorhandene Wendeltreppe hinunter in die Sakristei und von dort durch die Kirche auf die Kanzel. Mit ihm tagten die Gemeindeältesten. Sie unterbrachen ihre Besprechungen über die Geschäfte von Hauptkirche und Hansestadt lediglich für die Dauer der Predigt, bevor sie sich wieder in den Saal zurückzogen. Hier befinden sich insgesamt 12 Wappentafeln. Auf ihnen werden bis zum heutigen Tag die Namen und Wappen der Gemeindeältesten und Pastorinnen der Hauptkirche festgehalten. Die erste geht auf das Jahr 1543 zurück. Die Wände sind mit Leinwänden mit barocken Landschaftsgemälden von J.M. Riesenberger bespannt. Derselbe Maler gestaltete auch die Decke. Bei Restaurierungen stieß man hinter den Leinwänden auf Fresken aus der Renaissance.